So, einmal herzlich willkommen auf meinem Kanal zu Hauptmarzeller Geschichte. Ich bedanke mich schon für die neuen Abonnenten. Vielen, vielen Dank. Wir machen mal weiter. Hallo, Sir. Es freut Sie sicher, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Fick! Es gibt Arbeit. Los! Professor Black, ich habe Sprechstunde. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, wie Ihre Schülerin. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro! 5 Minuten! Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Okidoki. Müssen wir hier einmal raus? Hier gibt's. Doch, warte mal hier. Ah, da sind sie ja. Hier gibt's ja nichts mehr. Hier haben wir ja alles geklaut. Da bin ich schon wieder, ja. Aber immer schon wieder weg. Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Mit der unsichtbaren Schraube habe ich noch nicht. Oh ne, die kriegen wir ja noch gar nicht auf. Stimmt ja. Revelio. Wir müssen runter, glaube ich. Stockwerk tiefer nämlich. Vorsicht, ich komme. Warte, ich komme jetzt. Wir müssen in die Bücherei schleusen. Sebastian, da bist du. Ich hatte gehofft, dich zu sehen. Nach dem Trollangriff sah ich in den 3 Besen die Konfrontation mit Rookwood und Harlow. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Er arbeitet wohl mit Renrock zusammen. Und der will was, das ich bei Gringotts gefunden habe. Renrock? Wann warst du denn bei Gringotts? Professor Fig und ich landeten dort nach dem Drachenangriff. Ziemlich gute Geschichte. Fig und der Portschlüssel... Ein Portschlüssel? Nach Gringotts? Ich verstehe gar nichts. Ich komme auch kaum mit und ich war dabei. Jedenfalls haben wir in einem alten Verlies eine Karte gefunden. Sie führt zur verbotenen Abteilung. Das ist nicht dein Ernst. Oh doch. Professor Fig bestand darauf, dass ich niemandem davon erzähle. Ich habe wahrscheinlich schon zu viel gesagt. Verstehe. Dein Geheimnis ist bei mir sicher, was es auch ist. Danke, Sebastian. Du sagtest, man müsse schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Gut, warte mal hier erstmal. Muss ich mir Sorgen um die Bibliothekarin machen? Madame Scribner toleriert keine Heimlichkeiten inmitten ihrer wertvollen Bücher. Also solltest du zusehen, dass du ihr aus dem Weg gehst. Sie und ich haben unsere eigene Geschichte, aber ich kann mich gegen sie behaupten. Du vielleicht nicht. Was, wenn man uns in der verbotenen Abteilung erwischt? Wir müssten nachsitzen. Lass dir vor allem eins gesagt sein. Meide Peeves, den Poltergeist, unter allen Umständen. Neben der mutwilligen Zerstörung von Schuleigentum ist ihm nichts lieber, als Schüler wie uns zu verpetzen. Na gut. Danke, Sebastian. Bis später dann. So, am Abend wahrscheinlich. Was wir mit dem Tauschschild haben können. Wir hatten nur noch den Auftrag, genau.
drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Ich kann leise sein. Na los. Einen Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Sprich ihn und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich wirklich unsichtbar machen? So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Probier ihn doch mal. Dann haben wir einmal den Quadrat. Kreuz, Quadrat. So. Und den muss ich erstmal ausrüsten. Genau. Den machen wir hier oben drin natürlich. Niemand darf uns sehen. Da geht noch spüren und untersuchen. Der allerdings dann wild sieht und dummerweise. Wo bleibt er jetzt? Mist, die Bibliothekarin ist noch da. Schnell hinters Regal. Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtischs. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Wofür brauchen wir den Schlüssel? Gibt es dafür keinen Zauberspruch? Alle Humore? So kam ich sonst rein. Aber die Bibliothekarin hat es mitbekommen. Sie hat das Schloss mit einem Anti-Alohomora-Zauber belegt. Also geht nur der Schlüssel. Aber keine Sorge. Ich sagte ja, ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Genau. Hier ist er. Haben wir nur Glück gehabt? Das war doch gar nicht so schwer. Jetzt muss ich nur das Buch finden. Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Revelio. Hier kann man auch nichts machen. Oben steht ja nichts mehr.
Die Luft ist jetzt... Wir müssen nicht mehr herumschleichen. Oh, die Hund. Guten Tag, Frau Herr. Sind Sie froh, oder Herr? Das Weiblein oder Männlein? Das wissen wir leider noch nicht. Also, wonach suchst du eigentlich? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne. Revelio. Sie zurück nach Hogwarts kam. Weil bei Merlin alle. Verzauberte Bücher, Handbücher, am besten meidet und die Bücher, sofern dies möglich ist, nicht zu so wegen ihrer Tendenz aus den Händen ihrer Leser schubfliegen, sondern weil der Inhalt fantastische Geschwafel ohne jeglichen pädagogischen Wert ist. Und Level glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Hat die Schulheilerin nichts, das Anne helfen kann? Nein, wir haben alles probiert, von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen. Revelio. Keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das, was du suchst. Und das wäre was, genau? Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Hier haben wir nichts. Machen wir das mal. Hier müssen wir uns unsichtbar machen. Ich werde leiser sein als ein Job einmal. Die Kisten kann man nämlich nur unsichtbar nehmen. Das habe ich noch nicht rausgefunden, ja. Nee, da weiß ich noch nicht genau, was man machen muss. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Revelio. Neue kleine Klette erkunden Orte, an denen sie nicht sein sollten. Ungezogen und bald aufgeflogen. Peeves, wag es. Das verrate ich, das verrate ich, das verrate ich. Ah, verfluchter Peeves. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Woher weiß ich, dass du nicht zur Bibliothekarin gehst und mir alles anhängst? Warum sollte ich? Ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Na gut. Wo ist der verdammte Poltergeist hin? Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere. Genau. Repar! Erstmal. Revelio. Das war hier los. Vorsicht. Schluss.
klopfen. Natürlich. Spuren alter Magie. Dieser Raum verbirgt noch etwas. Nur erstmal die Truhe natürlich. Warte mal. Was ist das? Genau, das ist nämlich das. Ausrüstungsplätze sind voll, ja. Naja, jetzt sind sie voll, ja. Aber wo führt sie wohl hin? Meine Ausrüstungsplätze sind voll, sagt er mir. Nehmen wir das. Ja gut, die sind wirklich voll. Und dann nehme ich von irgendwie 13. Den muss ich dann verkaufen. Dann haben wir hier was Neues. 16. 16. Ja, was sind die 16er Verteidigung? Ne, hier haben wir nichts. Hier hätten wir noch einen. Ja, aber das gibt einen Minus. Da kann ich nur nichts mehr sammeln, ne? Ja, die 15 Uhr. Was haben wir hier? Machen wir eben kurz nachgucken. Und warte mal. Hier machen wir einen kurzen Unterbruch, sonst wird das schon lang. Würde ich sagen, in der nächsten Folge geht es weiter. Bedanke ich mich erstmal recht herzlich für's Zuschauen. Wenn es euch soweit gefallen hat, könnt ihr gerne das Video liken, meinen Kanal abonnieren, mir auf Twitter folgen, Facebook, Instagram, Twitter und TikTok. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend hier, nachdem wann ihr das seht. Und nochmal recht herzlichen Dank für's Zuschauen und bis schon in der nächsten Folge dann. Und tschüss.